Hallo Olli, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie gesagt, wir legen direkt los, ohne großartiges Rumgequatsche heute. Und wir bekämpfen sogleich diese fetten, kleinen, weiß ich nicht, Dinger. Da, Attacke. Unser erster Akt, Schneeschweine. Uha. Was ist mit mir los? Attacke einfach. Bin ich zu laut? Bin ich zu laut? Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade eben ein bisschen lauter gemacht. Weil es beim letzten Mal so leise war. Akku stressig? Nein, gar nicht. Ich will hier nur was schaffen heute. Backtracking? Wie Backtracking? Hier ist kein. Hier trägt niemand einen Rucksack. Kein Rucksack da. Nee. Also, nee, wir sind kein. Ja, schon so ein bisschen Backtracking. Wir sind jetzt wieder. Wir sind ja zuletzt mit der. Boah, wie hieß das Ding? Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit G hieß dieses Flugschiff, womit wir abgestürzt sind, beinahe abgestürzt sind und Fena ihr wahres Ich quasi gezeigt hat. Die Gegner kommen dir bekannt vor? Ja, passiert. Bad, wir sind ja zuletzt, wie gesagt, auf diesem Flugschiff gewesen, die ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Ding heißt. Gildan? Nee. Wie hieß das Ding? Ist auch scheißegal. Wir sind damit ja mehr oder weniger. Nicht abgestürzt, aber beinahe. Wir hatten uns ja mit dem Oberst angelegt, mehr oder weniger mit ihm angelegt. Und dann sind wir ja quasi von Bord gegangen und Fena hat uns dank ihrer Ikaria-Fähigkeit, was für mich so ein absoluter Mindblow war, ich bin nicht drauf gekommen, ne, ganz ehrlich. Okay. Ja, hat sie uns quasi gerettet. Versuche ich immer. Oh, ich dachte gerade, ohne Kämpfe durchzukommen, aber am Arsch. Ist nicht. So, Hinterhalt. Jojojojojo. Zwei Bergaffen, zwei Schneeschweine kriegen wir im Nu weggeräumt. So, just in time. Juhu, just in. Die Flugszene mit Fena, genau. Das war zuletzt gewesen. Au. Ey, hört mal auf jetzt hier. Blöden Viecher. Genau, das hatten wir zuletzt gemacht. Und dann hieß es ja, wir haben jetzt diesen Stein und wir können ja jetzt nach Alent. Glaube ich. Nee, oder? Doch, ich glaube, wir können jetzt nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Kompass uns richtig zeigt. Also, wo wir lang müssen. Dass er uns richtig führt. So rum. So, ich mach das komische Schwein hier mal weg. Dankeschön. Einmal schöne Speckhälften zum Mitnehmen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Der darf sich gerade bedienen an diesen fetten Schwein, hätte ich beinahe gesagt. Nein. So war es nicht gemeint. Jo, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein paar schöne Tage jetzt noch gehabt. Mittwoch ist ja ausgefallen. Dank meiner tollen Kopfschmerzen mal wieder. Ich hasse Kopfschmerzen. Aber geht man einmal ins Büro, ne? Und schon kriegt man Kopfschmerzen. Nee, wir hatten am Mittwoch ein zweistündiges Meeting gehabt in einem Meetingraum, der eigentlich viel zu klein für die Anzahl an Leuten war. Und da war einfach, es war einfach kein Sauerstoff in dem Zimmer gewesen und ich habe auch ehrlicherweise was zu trinken vergessen gehabt. War auch ein bisschen mein Problem gewesen und deswegen hatte ich Kopfschmerzen gehabt und ja, musste dann leider ausfallen lassen. Leider. Dann konnten wir leider keinen Future Cop spielen. Ja, naja. Dafür hoffentlich dann nächste Woche. So. Zwei Viecher ist weg. Genau. Aber dafür war ich mal wieder im Büro gewesen, was eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt ist. Mal wieder mit Kollegen ein bisschen gequatscht. Mach ich ja, ehrlich gesagt, viel zu selten. Weil ich ja nie ins Büro gehe. So. Also quatschen schon, aber immer nur über Remote. Dass man sich gegenseitig anruft oder sowas. Aber das nicht. Hallo Tim, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Trotz der Wärme, die gerade wieder vorherrscht. Obwohl, heute geht's eigentlich. Wir hatten zwar, ich glaube, 8 oder 29 Grad. Aber es war irgendwie nicht so drückend warm, gefühlt. Weiß nicht warum. Vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit einfach nicht so hoch. Und daran liegt das. Ach, shit, schon wieder ein Hinterhalt. So.
Gut. So. Okay, der hat daneben gehauen. Dann machen wir mal gerade hier unsere Tastenabfolge, beziehungsweise unsere Kampfabfolge. Einmal alle zuhauen, bitte. Ich muss in der Zeit was trinken. Na, krieg ich den wieder nicht platt. Dafür sind jetzt schon... Wie viele sind denn schon platt? Drei? Oh, da trinken wir einmal was. Kriegt man gar nicht mit, wie viele von den Viechern schon geplättet sind. Aber drei sind schon tot. Sehr gut. Oder? Ja, läuft. Hast du nun die ganzen EP der alten Chars verteilt? Ich glaube noch nicht. Ich musste dazu erstmal wieder eine Kiste finden. Und wir haben ja gerade, glaube ich, gar keine Kiste hier in der Nähe. Ich muss nochmal gucken. Ich weiß jetzt aber gerade nicht genau. Aber sobald wir an eine unserer Kisten kommen, dann gucke ich auf jeden Fall nochmal nach, ob wir unsere EP da noch drinnen liegen haben, um sie dann nochmal zu verteilen. Ach Gott, wo gehen das jetzt lang? Hier lang? Nein, hier geht's natürlich nicht lang. Oh, diese blöden Affen. Ja, wir müssen uns jetzt leider hier gerade so ein bisschen durch das Gebirge kämpfen. Hatten wir ja alles schon mal irgendwie gehabt. Aber ich glaube, wir sind da richtig. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe es einfach mal. Lass mal, wenn Justin dran ist, doch direkt mal hier eine Schockwelle machen. Mal gucken, was das gegen diese Affenviecher ausrichtet. Here goes. Ja, zwei tot. Zwei fast tot. Da einfach nur nochmal anpupsen, dann fallen die auch um. Das hätte sogar Guido hingekriegt. So. Okay, den Kampf haben wir auch geschafft. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, ich hatte es schon in Discord geschrieben. Falls von euch noch jemand zu Hause einen Disc oder Walkman rumliegen hat, muss nicht funktionieren oder sowas, dann bitte gerne mal bei mir melden. Ich suche nämlich gerade einen, falls ihr was zum Abgeben habt. Weil neu kriegt man die Dinger zwar, aber sie sind scheiße teuer. Auch gerne, wenn ihr es auf YouTube jetzt seht, bitte gerne bei mir melden. Gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich suche so ein Ding gerade. Meinen gebe ich nicht her. Meine, also Discman. Was? Hast du noch einen? Ich habe meinen leider nicht mehr. Meiner ist damals kaputt gegangen, leider. Das hat mich so geärgert. Ich habe mir dann keinen neuen mehr gekauft. Ich hatte mir dann einen MP3-Player gekauft. Mit, ich glaube, sage und schreibe 128 MB oder so. Ich glaube, mein erster hatte nicht so viel. Oder 64 sogar nur. Es war nicht viel. Aber den habe ich leider auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ist auch irgendwann mal in den Untiefen von irgendwas verschwunden. Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht auch beim Umzug oder so. Walkman ist leider früh hops gegangen, aber Discman geht noch. Ah, schön. Ich hatte, Walkman hatte ich früher auch, das weiß ich noch. Ich glaube, ich hatte sogar einen von Sony, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich hatte einen von Sony gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber das war auch nur... Ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte, ob ich den von meiner Oma oder so geschenkt bekommen hatte. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon zu lange her einfach. Der ist schon über... Keine Ahnung. Über 20 Jahre schon her mittlerweile. Also, das reicht nicht immer. Vor 20 Jahren hatte ich, glaube ich, schon meinen ersten Discman. 2002? Ich glaube, ja. Ich glaube, 2002 hatte ich schon meinen ersten Discman. Ich auch immer Mixtapes von CD auf Kassetten gemacht. Oh ja. Oh ja. Bei mir war es dann irgendwie umgedreht. Also, ich habe die meisten... Ich habe früh schon CDs gerippt. Die CDs, die ich hatte, die habe ich auch gerippt. In MP3s und hatte die dann immer auf CD gebrannt. Fena hat gelernt, Ende der Welt. Das klingt interessant. Das klingt sehr interessant. Ich hatte dann teilweise auch Videos gerippt. Meistens dann irgendwie Aufnahmen von MTV, Viva oder sowas. Und hatte dann mir Musik draus gemacht. Weil selber leisten konnte man sich das ja damals nicht. Oder man hat halt immer im Radio aufgenommen, ne? Auf Kassette oder sowas. Das war schon eine interessante Zeit. Was ich auch immer gemacht habe, da war ich auch noch sehr klein. Da waren meine Eltern, glaube ich, entweder waren sie im Urlaub gewesen. Nee, kann nicht sein. Sie waren nicht im Urlaub, aber ich war irgendwie alleine zu Hause. Und wir hatten bei uns im Radio so ein ganz großes, im Radio, in der Küche ein ganz großes Radio stehen, so rum. Also so wirklich so eine Anlage, sag ich jetzt einfach mal, mit großen Boxen und so. Also unser Küchenradio sozusagen. Und das hat ein eingebautes Mikrofon. Und ich habe meine eigene Radiosendung gemacht. Ich habe quasi auch schon früher irgendwie versucht,
sozusagen zu unterhalten. Also, keine Ahnung, zu moderieren. Das war interessant. Also, ich weiß, dass das viele gemacht haben, als sie Kinder waren. Das weiß ich. Ich habe das schon häufiger mal irgendwie von Leuten gehört. Aber es ist interessant, dass man dann quasi so ungefähr 20 Jahre später diesen Kram dann selber nochmal macht im Erwachsenenalter. Und dann gehofft, dass der Moderator nicht quatscht. Yo, genau, schau, wo du heute bist. Richtig, richtig, ganz genau. Das war schon interessant auf jeden Fall. Also so ein Quatsch hat man dann gemacht. Dann hat er irgendwie seine eigene Radiosendung gemacht. Ich habe es dann teilweise auch so gemacht, ich habe mir die Musik aufgenommen. Das war, weil das Radio hatte zwei Kassettendecks gehabt. Das war ziemlich cool. Auf die eine quasi aufgenommen und habe dann quasi auf die, habe die dann abspielen lassen mit der Musik, die da drauf war. Und hab da quasi auch richtig mit gemixt. Also man konnte da irgendwie auch Lautstärken und sowas quasi von dem zweiten Kassettendeck mal runterregeln und so weiter. Und ich hab dann quasi das gemacht, was die Moderatoren früher auch immer gemacht haben, haben dann in die Lieder reingequatscht, ne? Und das war schon geil. Also quasi auch die eine Kassette abspielen lassen und auf die andere aufgenommen. Und somit warst du quasi auf der sicheren Seite, dass du halt eben nie das Gequatsche von den richtigen Moderatoren dabei hattest. Ich bin hier doch falsch. Es kann doch nicht sein, dass ich hier schon wieder den ganzen Steinkrempel machen muss. Das gibt's doch gar nicht. Ich guck mal, ob hier irgendwo woanders hinkommen, weil das kann nicht sein, dass ich das nochmal machen muss. Das war schon cool. Also das war eine coole Zeit damals. Also so als Kind. Es war irgendwie, weil wir nicht so viel Technik hatten und sowas. Also heutzutage, die Kinder werden mit Technik überschüttet. Das ist der Wahnsinn. Oder was sie im Allgemeinen so an Geschenken bekommen, ne? Also früher haben sie zusammengelegt und haben sie dann, was weiß ich, eine große Carrera-Bahn oder sowas geschenkt oder ein großes Lego oder keine Ahnung, was auch immer. Und heutzutage kriegen die Kinder so viel geschenkt. Also ich sehe es bei meinem Neffen immer, bei meinen beiden Neffen sogar. Es ist manchmal echt abartig, wie viel die da von allen Seiten geschenkt bekommen. Es ist halt einfach, die Kinder werden halt einfach überschüttet mit dem ganzen Krempel. Es ist kein Wunder, dass sie nicht wissen, mit was sie überhaupt anfangen sollen. Naja, es ist auf jeden Fall, ich vermisse da so ein bisschen unsere Zeit damals einfach. Ich will damit nicht sagen, dass es auch besser war. Es gab auch viele Sachen, die waren nicht besser, definitiv nicht. Ne, aber es war irgendwie unbeschwerlicher. Die Zeit fühlte sich auch irgendwie nicht so gehetzt an. Aber vielleicht lag das auch einfach daran, dass man Kind war. Ja, man war Kind und man war deswegen vielleicht nicht so gehetzt. Ich weiß es aber nicht. Kann natürlich aber sein. Naja. Man hatte vor allen Dingen mehr Zeit zum Zocken. Schule war dann irgendwie, weiß ich nicht, wann waren bei uns die Schule aus? Zumindest bis zur 4. Klasse hatten wir, glaube ich, nur bis 14 Uhr oder so. Und dadurch, dass bei uns die Schule im Dorf war, hatte ich einen Nachhauseweg von 5 Minuten. Das war immer toll. Also einmal den Berg runtergelaufen, das war direkt bei uns einfach die Straße hoch. Und ich war in 5 Minuten war ich in der Schule gewesen. Mein Kumpel damals, der musste immer noch in den Hort. Also für alle die nicht wissen, was ein Hort ist. Also hier so ein, wie sagt man denn? Was ist denn das? Kindernachmittagsbetreuung. Aber eigentlich müsste doch jeder Hort kennen, oder? Ich weiß ja nicht, ob sowas im güldenen Westen gibt. Gibt es sowas bestimmt auch, oder? Ich habe keine Ahnung. Also Schulhort oder sowas? Keine Ahnung. Oh, ich denke mal schon. Das ist doch eigentlich sowas Allgemeingültiges, ne? Heißt vielleicht anders oder so, ich weiß es aber nicht. Das können mir die jetzt sagen, die aus dem goldenen Westen sind. Horte gibt es auch da. Okay, gut. Ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie, ne? Nicht falsch verstehen oder sowas, ich weiß es wirklich einfach nicht. Du kanntest es nicht? Das Frau Schafi kannte es nicht? Also Hort ist im Prinzip... Ja gut, du bist aber auch nach Hause gegangen und deine Mama war zu Hause, ne? Meistens. So. Oder dein Papst oder wer auch immer. Also Hort ist im Prinzip sowas wie Kinderbetreuung nach der Schule oder teilweise auch nach... ja, nach der Schule, genau. Nach dem Kindergarten gab es sowas, glaube ich, bei uns auch damals, oder? Jetzt muss ich überlegen. Nee, Quatsch. Das ist Blödsinn. Nach der Schule. Bei mir gab es nur den Ganztagskindergarten, alternativ Nachmittagsbetreuung. Genau. Ein Hort ist im Prinzip sowas wie eine Nachmittagsbetreuung. Genau. Das, also bei uns auf dem Dorf fand das abseits der Schule statt. Die Leute sind dann, also die Schüler sind dann, meistens hat das irgendwie so einen Zusammenhang mit der, ob die da in der Schule gegessen haben oder nicht. Alright, we won! Bei uns war das damals so auf dem Dorf. Also die halt auch mitgegessen haben, waren auch Großteil, ich sag mal zu 90%, 99% alle im Hort.
Also hatte irgendwie so eine Kombination, keine Ahnung, weil wahrscheinlich die Eltern nicht zu Hause waren oder erst abends dann gekocht haben oder was auch immer. Ne, also Kinderbetreuung sozusagen. Wo muss ich denn Gott vor Axt nochmal lang? Haha, geh weg. Oh Mann, ey. Ich muss hier gerade irgendwie versuchen, die Zeit zu überbrücken, wo die mich die ganze Zeit hier angreifen und nerven, diese Penner. Genau, also ja, nachmittags Kindergarten würde ich es nicht unbedingt sagen, aber es war einfach eine Kinderbetreuung, ne? Also manche sind dann halt eben zu, was weiß ich, irgendeine Bastelstunde oder sowas nachmittags gegangen. Also Freizeit quasi Gestaltung sozusagen, ne? Manche haben dann, was weiß ich, irgendwie so Werkunterricht oder sowas nachmittags gehabt, also wo sie dann wirklich was Handwerkliches gemacht haben. Manche haben halt hier sowas wie sowas Ähnliches wie Hauswirtschaft dann noch gemacht, ne? Ja, und wie gesagt, bis zur 4. Klasse gab es bei uns noch diesen Hort. Und das war halt einfach Nachmittagsbetreuung. Genau. Hieß halt Ganztagskindergarten oder Schule. Oder es gab Betreuung. Aber Hort habe ich nie gehört. Ja, das hieß halt einfach Hort. Ein Hort an nervigen Kindern. Ich war die 1. Klasse war ich im Hort gewesen und von der 2. die erste Hälfte, weil dann sind wir ja umgezogen aufs Dorf und dann brauchte ich das nicht mehr. Mein Vater war ja sowieso zu Hause und deswegen musste ich nach der Schule dann nicht nochmal in den Hort oder in die Betreuung dann gehen. Aber ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern, was bei uns dann in der Nachmittagsbetreuung war. Also wir haben halt viel gebastelt oder ja, Lieder gesungen und so ein Krempel halt einfach, ne? Jetzt bin ich schon wieder falsch. Es kann doch nicht sein, dass ich da lang muss, oder? Was? Ja, hier, aber nicht zu Hause. Okay. Also wie gesagt, wir haben viel gebastelt, gesungen. Unsere Hortnerin, so hieß das ja dann quasi, die unsere Betreuerin war, die hat dann auch viel gesungen oder wir haben zusammen gesungen. Die hat dann, ich glaube, irgendein Instrument gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Oder wir haben dann irgendwelche Aufführungen geplant. Das haben wir auch gemacht. Das weiß ich noch, weil ich war einmal, haben wir quasi so eine Weihnachtsaufführung geplant. Das war nicht von der Schule aus, sondern das war von diesem Hort aus. Und ich war dann der Weihnachtsmann. Ich musste der Weihnachtsmann spielen. Und ich hatte so ein Lampenfieber gehabt, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Au! Ey, das ist nicht in Ordnung. Jetzt haben die sich vermehrt. Ich hatte so dermaßen Lampenfieber damals gehabt. Ich habe meinen Text vergessen. Ich hatte fünf Minuten voller Angst, hatte ich meinen Text komplett vergessen. Ich wusste nichts mehr. Und dann bin ich da raus. Meine Mutter hatte mir so ein tolles Kostüm gebastelt mit so einem Wattebart und keine Ahnung. Und ich hatte auch so Watte in den Haaren gehabt und so eine komische rote Zipfelmütze auf und ach, keine Ahnung. Lauter so ein Krams da halt eben. Und das hatten wir halt eben im Hort dann sozusagen einstudiert. Und ich hatte keine Ahnung, nicht viele Sätze, lass das mal 5, 6, 7 Sätze oder so gewesen sein. Ich habe komplett alles vergessen. Toll. Ich wüsste auch nicht mehr, was es war. Keine Ahnung. Dafür ist es einfach schon zu lange her. Das war irgendwann 1. Klasse, glaube ich. Aber das weiß ich noch. Also ich kann mich an diese Situation noch erinnern. So völlig Schockstarre und einfach nicht zu wissen, was man sagen muss. War nicht schön. Aber ansonsten hatte ich, was sowas angeht, also auch wenn es jetzt um Gedichte vortragen ging oder um Singen oder sowas vor der Klasse, hatte ich eigentlich nie großartig Probleme gehabt, außer dann, oh, ich glaube, 8., 9. oder 10. Klasse irgendwann. Da ging es dann drum, hier einen Schimmelreiter, ne, auswendig zu können. Ui, das war so eine Scheiße, ey. Ich habe das so ewig gebraucht, bis ich das auf der Pfanne hatte. Ich hab's einfach nicht in meine Birne reinbekommen, ne? Und es war, oh, war so eine Scheiße, vor allen Dingen, weil das ja auch noch so ein geschmülziges Geseiere ist. Oh, ich fand das so schlimm einfach. Das ging so gar nicht. Bin ich denn jetzt hier? War ich hier schon? Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Das ist der Vater mit seinem Kind. Geh mir nicht auf den Sack. Schrecklich. Absolut schreckliches Geseiere. Naja. Guidos Zelt. Bin im Kreis gelaufen.